Moin Moin, Sekiro Soulspawner. Hier ist wieder Spielverliebt auf Spielverliebt TV mit einer Möglichkeit, wie ihr sehr schnell Menschenbilder farmen könnt. Dazu begebe ich mich ins Irrenhaus. Im wahrsten Sinne des Wortes, das Horrorhaus gleich. Habe den Banditen genommen. Weil er relativ robust ist und ein bisschen was einstecken kann und eine Waffe hat, die etwas Damage macht im Notfall. Schwarzen Feuerbomben werde ich auch brauchen. Eventuell je nach RNG. Aber hier schon mal. Können wir das ein bisschen raffen. Dem Vogel hier. Komm runter. Natürlich schickt er dazu. Die Wurfanimation von den Bomben ist eine Katastrophe. Das ist das Problem auch gleich. Aber ihr habt fast keine andere Chance, das Problem gleich zu lösen, was ich habe im Irrenhaus. Zum Schlagen kommt ihr auch nicht. Krampfader Hollow? Nein! Schild noch ausrüsten. Seele eines Untoten noch mitnehmen, damit ich gleich 3 Level machen kann. Und damit die Überlebenswahrscheinlichkeit erhöhe. So, 3 auf Vitalität noch mehr. Und dann kann's losgehen. Nutzen Skip. Hab ich auch nicht viel Zeit gleich. Muss ich echt schnell und fix sein. Weil die Hollows. Wollen wir da schnell an Karren pissen? Mach die vorher erstmal zur Sicherheit weg. Ein bisschen Zeit habe ich aber gleich. Ich laufe hier rüber und springe hier spät ab. Und rolle aber nach links, das ist wichtig. Dass ich nicht in den Häusern die beiden trigger, die da vorne links und rechts in den Häusern sind. Die dürfe jetzt nicht kommen. Und warte ich ab. Wäre auch Selbstmord, jetzt schon hinzugehen. Blocke ich aber nicht mit dem Schild. Weil der hämmert sich auch mal ganz gerne fest. Der, den blocke ich und dann geht es weiter durch. Schnell rein. Er springt mich in der Regel an. Dahin. Töle. Hoch. Blitzschnell drehen. Bombe schmeißen. Jetzt mal runter. Nicht zu weit nach hinten. Hinter dir lauern sie auch noch. Nochmal einen kleinen Vorsprung vor der Töle. Zum Schlagen bleibt kaum Zeit. Genau. Ich brauche die Bombe jetzt auch nicht werfen. So, jetzt kann ich aber erstmal heilen. Wo ist die Töle? Ah, schon wieder da. Ich brauche gar nicht versuchen zu schlagen. Auch wenn es jetzt so aussieht, ich könnte werfen. Genau dann triggert sie mich. Warte erstmal, bis sie wieder runterfällt. Bis sie wieder runterfällt.
bis sie wieder runterfällt. Genau. Nimm doch mal eine Heilung. Nimm doch mal die Bombe. Töte sie jetzt. Hab noch drei Bomben für den Vogel da unten. Okay. Mich gerade so nicht ran, aber was anderes. Sturzattacke? Oh, nicht zu weit nach hinten. Hinter mir sind sie. Okay. Wenn er runterkommt, kriegt er erstmal zwei Hits. Weg. Warte, wieder hier. Oh, ist schon da. Okay, warte, dass er runterfällt. Schlage zweimal. Komm runter. Kommst du runter? Na, dreimal wäre vielleicht auch gegangen. Der graut's aber noch nicht vorbei. Kommen Sie? Okay. Und nutzen den Heimtag noch. Wenn ihr da jetzt gerade rausgehen würdet und dann nach rechts, war das, lauft, kommt ihr in die Kanalisation. Da haltet euch weiter abwärts und dann trefft ihr auf Ratten. Und da ist auch ein Feuer. Und die könnt ihr dann töten und könnt dann Menschlichkeit farmen, weil durch den Dämon habe ich, wie war das hier noch im Menü, den Schlüssel bekommen. Ich weiß gerade nicht. So, da ist er. Schlüssel zu den Tiefen. Den habe ich eben bekommen von dem Ziegendämon und dadurch könnt ihr dann an der Stelle, die ich da sagte, also in der Kampfarena, wenn ihr wieder rausgeht, ich meine rechts immer weiter, geht. Da kommt dann noch so ein schneller und da hinten am Ende rechts ist eine Tür und dann kommt ihr in die Untiefen. Und dort haltet euch einfach, ja, der Wegstrecke, die ist eigentlich selbsterklärend, über die Gegner geht ihr da, ihr seht ja, wo die Gegner sind. Und dann könnt ihr dort Menschenbilder farmen und habt damit halt die Möglichkeit, mehr Leute zu rufen, um Hilfe zu rufen. Aber diese Route ist in der Geschwindigkeit, macht es erstmal in Ruhe und langsam und macht erstmal, wenn ihr meine anderen Videos seht, vor allen Dingen das vorletzte, das ist das absolute OP-Video, wie ihr ganz, ganz schnell sehr, sehr OP sein könnt, wie ihr unglaublich viele Seelen bekommt, war mir bis vor kurzem dann auch nicht klar, dass ihr gleich Quelag als erstes machen könnt. Relativ problemlos auch. Also schaut es euch an, wenn ihr das mit diesem hier kombiniert, kann euch quasi nicht viel passieren. Ihr könnt dann Menschenbilder farmen und Leute rufen und einen schönen Einstieg in dieses Spiel genießen. Bye bye und auf Wiedersehen.